Hier haben wir jetzt die Dimmer. Die Dimmer ist 11 Jahre alt, sehr groß und stabil, 1,45 groß, 11 Jahre alt. Genau das beste Alter eigentlich für den Freizeitreiter, der ein sicheres, ausgeglichenes, liebes Pferd sucht, die aber trotzdem fleißig ist, aber immer regulierbar, gibt ein sehr sicheres und gutes Reitgefühl und hat ganz viel leicht zu reitenden Tölt, einen sicheren Trab. Galopp ist in der Halle manchmal noch ein bisschen schwieriger. Das wird jetzt auch nach und nach noch so ein bisschen trainiert. Im Gelände ist es gar kein Problem. Die Dimmer ist völlig in sich ruhend, unerschrocken. Man könnte jeweils zwei Handpferde rechts und links mit ihr mitnehmen. Sie ist ein Fels in der Brandung, aber fleißig dabei. Immer, wie gesagt, zu regulieren, unerschrocken. Und ich könnte sie mir als Tourenpferd vorstellen für eine Familie, die schon aber keine Schlaftablette jetzt wollen. Ich kann das nur immer wieder ganz dick unterstreichen, wie schwierig diese Pferde sind, die nicht vorwärts gehen. Ich habe im Moment auch wieder ein Pferd im Training, der hat so wenig vorwärts. Das ist sehr zermürbend, eher weil alleine kann ich sie eigentlich fast nicht bedienen. Ich brauche immer jemand Zweites dabei, den ich ja zu 99% nicht da habe. Und ein Pferd, das nicht ein bisschen Vorwärtsdrang mitbringt, das neigt viel, viel mehr zu Unarten wie Bocken, Umdrehen, Steigen, Verweigern, weil einfach der Gehwille fehlt. Natürlich kommt noch mit dazu, dass die Pferde, die fleißig sind und jemand Angst hat, das natürlich auch kontraproduktiv ist, weil der ständig das Pferd versucht auszubremsen und es nicht vorwärts laufen lässt. Aber im Grunde ist es schon, wie gesagt, wichtig, dass die Pferde leben und das auch natürlich dürfen. Und wie gesagt, Dimmer ist da sehr kooperativ mit allem. Sie macht alles brav und routiniert mit. Wie gesagt, bestes Alter, beste Größe. Man kann sich als absoluter Allrounder vorstellen. So, dann will ich sie jetzt einfach mal locker antölten. Sie hat so mittlere Bewegungen. Ich schaue jetzt, dass ich sie erstmal ein bisschen lösen kann und auch wieder gebogene Linien und ganze Bahnabwechsel. Es ist auch immer für den Trainer selber immer wirklich interessant und cool, neues Pferd direkt wieder sich darauf einstellen, Technik und das ist einfach das, was es ja absolut ausmacht, dass man diese unterschiedlichen Pferde relativ schnell einschätzen kann und ja, weiß, für welche Reiter die ganz gut passen könnten. Gut, schau, dass ich sie ein bisschen in der Schulter heben kann und sie ganz elastisch und leicht mache über die Seite, sie immer wieder ein bisschen vortreiben kann, auch mal Konterstellung, gut, damit sie da einfach wieder super, ganz gut beweglich ist. Sie bringt auch ein sehr schönes Vorwärts mit. Da wechsle ich jetzt auch immer wieder, dass sie so ein bisschen tiefer kommen kann, aber sich dann auch
wieder ein bisschen mehr in der Schulter einfach heben muss und dann in etwas freierer Haltung kommt. Mir ist einfach, wie gesagt, wichtig, dass ich das Pferd an jeder Position leicht werden lassen kann, im Genick und im Hals. Und ich finde sie besser, wenn sie etwas höher ist und dann mit der Nase so ein bisschen mehr vorkommt. Gut. Also man kann sich auf ihr bewegen in jeder Lebenslage, auch mal ein bisschen ungeschickter sein. Das ist alles kein Problem, zumal wir uns trotzdem immer grundsätzlich für jedes Pferd immer jemanden wünschen, der schon bisschen reiten kann. Der Trab ist auch ganz stabil und raumgreifend. Da kommt es jetzt im Moment auch noch so ein bisschen tief und lässt sich da noch so ein bisschen manchmal auf die Schulter fallen. Da muss man einfach mehr von hinten ein bisschen treiben, damit sie sich etwas aufrichtet. Gebogene Linie, Zirkel, ganze Bahn, alles kein Problem im Trab. Auch sie reagiert super gut auf Stimme. Kann auch den Lenny gleich ausbremsen damit. Aber auch wenn es manche Trainer oder wer auch immer nicht gut finde, dass die Pferde so gut reagieren, für mich ist es die Lebensversicherung, weil ich einfach fremde Menschen vor mir habe, die ich nicht kenne. Und ich einfach hier die Verantwortung habe, und da müssen die Pferde im Zweifelsfall einfach auf mich hören. Das ist einfach so. Und das möchte ich auch so dringend und zwingend beibehalten. Dimmer ist somit, wie gesagt, ein ganz, ganz tolles Freizeitpferd, weil es aufgrund ihrer Größe auch jeden abdeckt, auch Männer. Können Sie mir auch für Therapiezwecke im Grunde vorstellen. Als reines Ausreitpferd ganz gleich.
In den Ecken tut sie sich da im Galopp noch ein bisschen schwer, will sie aber da auch gar nicht zurückziehen in den Trab oder in die nächste Gangart, sondern das soll einfach alles sehr locker und spielerisch passieren. Einfach, dass sie da merkt, Takt, Rhythmus, Balance, Gleichmaß. Gut. Gut. Man merkt auch durch dieses mal Vorwärtsreiten und Handwechsel, dass die Pferde einfach immer lockerer werden, auch im Genick. Sie ist immer fleißig, hat einen guten Gehwillen, das heißt, sie könnte auch tolles Wanderreitpferd sein. Es ist einfach ein durchweg super tolles Freizeitpferd, muss ich ganz klar sagen. Herdenverträglich, brav, stabil, gutes Fundament, gute Größe, super. Also die Dimmer eignet sich, wie gesagt, für Freizeitreiter. Sie ist sehr robust, sage ich jetzt einmal, brav, unerschrocken, leicht zu reiten, mit schon gutem Vorwärtsgang und immer leicht zu regulieren und super brav. Genau, und jetzt darf uns einmal der Lenny noch was erst zu Dimmer sagen, weil er sie ja auch schon ausprobiert hat, jetzt heute zum ersten Mal, wie er die Dimmer fand. Also die Dimmer, würde ich sagen, ist schon, wie du oft gerade beschrieben hast, einfach ein Pferd, das so direkt losreiten, die ist total in sich ruhend und ja, einfach wirklich direkt zum Starten und zum Losreiten. Ich würde sie auch so beschreiben, dass sie einfach alle Gangarten beherrscht und ja, von jedem zu reiten ist, egal ob groß oder klein, weil sie wirklich groß und stabil gebaut ist, also auch von großen zu reiten. Aber jetzt nicht kraftaufwendig oder irgendwas, also denke ich auch von Jugendlichen bestimmt gut zu reiten und eignet sich, glaube ich, für alles und für Freizeitreiten, Wanderreiten, wie auch immer. Und ich denke auch so das ein oder andere kleine Turnier im Freizeitbereich ist mit ihr bestimmt machbar. Genau, im Freizeitbereich auf jeden Fall, ja. Genau, also rundum ein super Familienpferd. Super, dann